Einen wunderschönen guten Tag. Vor kurzem habe ich ja erst Linux Mint 18 Cinnamon vorgestellt. Dazu gehört natürlich noch das Linux Mint 18 Mate und das möchte ich heute vorstellen. Das Ganze werde ich ein bisschen kürzer halten. Ich werde zwar alles in dem System zeigen, aber ich werde jetzt die einzelnen Programme nicht mehr aufrufen, wie ich es unter Cinnamon gemacht habe, da die Softwareauswahl unter beiden Linux Mint Versionen eigentlich fast gleich ist. Unterschiede werde ich erläutern. Und wer denn trotzdem noch ein bisschen mehr von den Anwendungen gesehen haben möchte, kann sich gerne mein anderes Video von Linux mit 18 Cinnamon angucken. Empfehle ich euch sowieso, um so einen kleinen Vergleich zu ziehen. Link in der Beschreibung und los geht's. Ja, wir haben hier Linux mit 18 Mate in eine wunderschöne Desktop-Umgebung, wie ich finde. Die ist ein bisschen altmodisch gehalten. Das liegt einfach daran, dass Mate ein Fork der ehemaligen GNOME-Reihe war. Bevor GNOME 3.0 mit der Shell aufgekreuzt ist, hat man gesagt, das alte GNOME wollen wir nicht verlieren und darum forken wir das mal einfach. Also wir nehmen das Projekt und entwickeln es auf einem anderen Weg weiter. Und so ist Mate entstanden. Ganz kurz, vereinfacht dargestellt, so läuft das. So, wir haben hier auch unseren Linux Mint Willkommensbildschirm, sage ich jetzt mal. Den möchte ich aber nicht mehr wieder haben, darum klicke ich ihn weg. Dann sehen wir hier unseren klassischen Desktop, wie wir das auch von Cinnamon her kennen. Können auch hier ebenfalls ins Kontextmenü. Hier finde ich das Kontextmenü sogar ein bisschen schöner als unter Cinnamon. Ist ein bisschen kürzer, nicht so aufgebläht. Und unten haben wir unsere Leiste. Hier haben wir das Menü. Das sieht schon mal ganz schön anders aus als das Cinnamon-Menü. Dort finden wir erstmal Favoriten. Können natürlich auch unter alle Anwendungen navigieren. Links haben wir nochmal so ein paar Schnellverknüpfungen. Orte auf unserem Rechner und das übliche Anwendungsverwaltung, Paketverwaltung, Steuerzentrale, Terminal, Bildschirm sperren, abmelden und beenden. Ja, Anwendungen, Büroanwendungen haben wir, wie gesagt, die komplette LibreOffice Suite hier, den Dokumentenbetrachter, um PDFs anzuschauen. Grafik haben wir einfach einen Bildbetrachter, den haben wir noch GIMP, den haben wir noch Image Magic, das haben wir unter Linux Mint 18 Cinnamon nicht. Zumindest zum letzten Zeitpunkt nicht. Vielleicht ist es ja noch nachgekommen. Das ist auch ein Bildverarbeitungsprogramm, aber nicht so umfangreich wie GIMP. Hier haben wir noch Pix. Das ist wieder ein Bildverwalter, sage ich mal. Kann man auch Kategorien erstellen und das Ganze katalogisieren. Hier haben wir noch Simple Scan, ein Scanprogramm. Als Webbrowser haben wir wie üblich den Firefox Webbrowser, ein wirklich hervorragender Browser, den ihr auch von Windows erkennt. Dann haben wir noch Hexchat, ein Chatprogramm, den Pigeon-Sofortnachrichtendienst, Twitter, ICQ etc. All diese Kleinkram wird darin vereint, ganz hervorragend. Thunderbird als E-Mail-Client und Transmission als BitTorrent-Client. Als Multimedia-Suite haben wir hier Banshee, wie wir es auch unter Cinnamon haben. Meiner Meinung nach der beste Musikplayer, den es unter Linux gibt. Dann haben wir noch Brasero. Ja, ist ein Brennprogramm. Ja, gibt durchaus bessere, aber ja, Brasero ist jetzt nicht unbedingt mein Fall. Klang, um die Lautstärke und Ereignisklänge zu ändern. VLC Media Player, der beste Medienplayer, den es unter Linux oder den es überhaupt gibt, meiner Meinung nach. Und Videos, nur um Videos abzuspielen oder Filme. Systemwerkzeuge, werde ich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Da haben wir den Dateibrowser. Das ist Kaya. Das ist auch ein Fork von Nautilus. Ganz hervorragend. Sieht schön aus, einfach gehalten. Kann auch hier per Text durch die einzelnen Verzeichnisse gehen. Man sieht immer, wenn man das Menü öffnet, ich weiß nicht, ob man das in dem Video nachher gut erkennen kann. Allerdings, das Menü ist im Fokus und alles andere wird ein bisschen dunkler gemacht. Das finde ich sehr schön, ist ein schöner Effekt. Sieht ganz gut aus. Energiestatistiken, Festplattenbelegungsanalyse, GDebi, um Programme, die man sich heruntergeladen hat, zu installieren, also aus dem Netz als Pakete. Dann können wir uns nochmal neu anmelden, um die Oberfläche halt neu zu starten quasi. Wir können Systemprotokolle betrachten. Wir haben auch einen Systembewacher, den zeige ich auch mal, da er mir hier ganz besonders gut gefällt. Hier mit unserem schönen Reitersystem, ganz klassisch. Linux Mint 18 Server 64 Bit Mate 1.14.1. Wunderbar. Zubehör. Ja.
Archivmanager kennen wir ja, Bildschirmfotos, Bildschirmleser, Mate-Auswahldialog, da können wir Farben auswählen. Das wäre jetzt hier das Grau, das wäre dieses schöne Grün, da bekommen wir auch den Farbnamen. Das hat durchaus seine Vorteile, vor allem wenn man viel mit GIMP arbeitet. Da haben wir ein Suchwerkzeug, um suchen, um Dateien und Ordner zu suchen. Taschenrechner natürlich auch noch dabei. Textverarbeitung, also so ein ganz kleines Textprogramm, nicht unbedingt für Büro, aber so für kleine Sachen für zwischendurch. Und nochmal Notizen für noch kleinere Sachen zwischendurch. Dann können wir auch noch USBs bootbar beschreiben, also ISO-Images draufschreiben und den ganzen Kram auch noch formatieren. Dann haben wir noch ein kleines Wörterbuch dabei und eine Zeichentabelle. Einstellungen zeige ich gleich. Und in Systemverwaltung. Die Aktualisierungsverwaltung, wie unter Cinnamon auch, ganz hervorragend verbessert. Beim ersten Start bietet uns das mehrere Optionen an, unter anderem nur stabile Updates zu installieren oder alle Updates zu installieren, wo dann wirklich jeder neue Kram drin ist, der eventuell nicht unbedingt so stabil ist. Je nachdem, was man mag. Wir können das Anmeldefenster auch hier verändern. Das zeige ich hier auch noch einmal ganz kurz. Da gibt es viele verschiedene. Können wir ändern. Ist wirklich ganz hervorragend, finde ich. Wir können Anwendungspaketquellen hinzufügen, Anwendungen verwalten. Das ist ja unser App Store. Ah, einen kleinen Moment. Ja. Genau, können wir uns so die Kategorien durchwählen. Können wir denn so installieren? Wirklich einfach. Screenshots kann man sich dann auch mal angucken. Und natürlich auch noch Bewertung aussuchen. Hasse es. Kein Fan. Solala gefällt mir großartig. Ganz nett gemacht. Unter Linux steuern wir unsere kompletten Anwendungen damit. Das heißt, wenn wir eine Anwendung brauchen, suchen wir das da. Am besten nicht von irgendeiner Website, dem man nicht unbedingt vertrauen kann. Im Anwendungsmenü sind alle Programme gut geprüft und meistens auch sehr sicher. Wir können auch noch Treiber verwalten, um zusätzliche Treiber zu installieren. Kennen wir ja, falls mal was fehlt, zum Beispiel Grafikkartentreiber, ganz beliebt. Haben wir noch die Synaptic-Paketverwaltung, meiner Meinung nach die beste Paketverwaltung unter Linux, die es jemals gab. Ist natürlich jetzt nicht unbedingt für Einsteiger gemacht, aber man kommt damit auch ganz gut klar, wenn man sich ein bisschen eingearbeitet hat. Ja, dann gehe ich jetzt nochmal in die Steuerzentrale. Das sieht jetzt sehr umfangreich aus, ist aber in Wirklichkeit sehr einfach gehalten. Hier werden nochmal alle Kategorien aufgezählt, den kann man hiermit direkt hin und her navigieren, dann wird das grün hinterlegt. Ja, wie gesagt, das habe ich ja schon alles hier gezeigt. Wir können auch Backups machen, Dateien hochladen, Internetseiten sperren, Netzwerkeinstellungen, Drucker, Synaptik, Time, Treiberverwaltung, Bildschirm können wir einstellen, das überspringe ich mal. Laufwerksverwaltung haben wir. Unter Linux Mint ist es ganz klassisch, dass man auch eine Firewall dabei hat, die wir je nach Bedarf einstellen können. Ganz einfach. Wir können die Benachrichtigung einstellen. Dann kommt das hier oben. Oh, sieht ganz nett aus. Schön einfach gehalten. Bildschirmschoner, Compits, um eventuelle Grafiksachen noch zu verbessern. Da muss man ein bisschen vorsichtig mit sein. Man kann sich damit das System schon kaputt machen oder die Oberfläche zumindest. Man muss da nicht blind drin rumklicken, sage ich mal. Aber ist ganz nett. Erscheinungsbild können wir auch hier anpassen. Kennen wir ja wahrscheinlich. Jeder, der schon ein bisschen länger unter Linux unterwegs ist, kennt dieses Menü. Und dann auch hier wunderbar. Finde ich sehr, sehr schön. Unter Mate sieht das richtig gut aus. Aber ich bleibe bei Mint X und schließe das auch. Fenster können wir einstellen. Position links mag ich lieber. Verhalten können wir einstellen. Wirklich, wirklich nett gemacht. Wir können auch das Menü hier unten bearbeiten, je nachdem, wie wir das gerne haben möchten.
ist wirklich ganz gut für jeden Mann gemacht. Kann man sich einstellen, wie man möchte. Schreibtischeinstellung haben wir auch. Papierkorb können wir noch zusätzlich anzeigen und Netzwerk. Fenster können wir. Benutzeroberfläche. Das ist wirklich sehr, sehr schön. Einfach gehalten, aber kann man trotzdem viel mitmachen. Wir können auch die Dateiverwaltung hier einstellen. Desktop-Sharing und dann noch Java-Einstellungen. Ja, man sieht auch hier hat man sich wieder viel Mühe gegeben. Ich mache das Design wieder anders. Dunkel finde ich es besser. Wir können das Design im Nachhinein noch ein bisschen anpassen. Kennen wir die klassischen GNOME Designs hier hinter. Oh, Mint X. Mint Y. Finde ich wirklich hervorragend. Wir können auch hier welche installieren, die wir schon runtergeladen haben, oder direkt welche runterladen. Ja, gut, das funktioniert noch nicht so richtig. Ja, gut. Auch nicht schlimm. Aber das ist ja jetzt nicht das System. Das ist eine Website. Da muss da noch ein bisschen was dran gemacht werden, ja. Aber wie gesagt, auch hier sage ich mal, eine sehr schöne Distribution für alle, die Cinnamon nicht unbedingt mögen und dann doch noch ein bisschen an GNOME hängen. Die können sich das gerne mal angucken. Mate, mittlerweile schon ein Klassiker. Sehr beliebt geworden in den letzten Jahren. Und man muss auch sagen, es hat was. Persönlich finde ich Cinnamon besser, aber das ist ja meine subjektive Meinung. Und ich wollte euch Mate mal nicht vorenthalten, darum habe ich das jetzt auch mal gezeigt. Diesmal kurz und knapp, das sollte nicht so lang und aufgebläht sein wie das letzte Video. Ich denke mal, ich habe das gut hingekriegt, das zu kürzen. Und meine Empfehlung, ein sehr schönes Design, ein sehr schönes System, wie man das von Linux Mint kennt. Dann bedanke ich mich schon mal, dass ihr das Video gesehen habt. Lasst gerne Kritik in den Kommentaren da. Ich versuche darauf Rücksicht zu nehmen. Bewertet das Video, wenn es euch gefallen hat, gut. Wenn es nicht gefallen hat, schlecht. Dann weiß ich das fürs nächste Mal. Und dann bedanke ich mich, dass ihr das Video geschaut habt. Und dann noch der kleine Nachtrag. In der Videobeschreibung findet ihr einen Amazon-Link. Wenn ihr darüber was einkauft, kostet euch das keinen Cent mehr und ihr unterstützt den Kanal, da ich dafür Provision kriege. Das kann ich dann in neue Hardware stecken und meine Videos dementsprechend auch verbessern. Also, dann bedanke ich mich und wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss, bis zum nächsten Mal.